Vor 25 Jahren, als in Rostock-Lichtenhagen Asylbewerberheime brannten, war ganz klar, wie Rechte aussehen. So. Heute ist das nicht mehr so klar. Rechts reicht in manchen Wahlkreisen ja bis in die Mitte. Und deswegen ist es heute wichtiger denn je, mit Rechten zu reden. Wie das geht, das steht in diesem Buch. Einer der Autoren, der Philosoph Daniel Pascal Zorn, ist gleich hier im Studio. Zuerst Neil Varol über das Beziehungsproblem von rechts und links. Ein marodierender Mob, brennende Häuser, zustimmend zuschauende Bevölkerung. Die Ausschreitung von Rostock-Lichtenhagen, Symbol für Fremdenhass in Deutschland. Für dumpfen Rechtsradikalismus. Springerstiefel, Glatze, Bomberjacke, ist gleich rechts. So einfach war das 1992. Hat sich viel geändert? Das Neue an der neuen Rechten, ihre Vermarktungsstrategie. Neue Rhetorik, neue digitale Inszenierung. Es ist ein international-nationales Phänomen. Wie die identitäre Bewegung. Ihr verordnet uns Toleranz, Buntheit und Vielfalt, aber meint Selbsthass, Selbstverleugnung und Selbstabschaffung. Ihr liebt und fördert das Fremde und hasst und bekämpft das Eigene. Deutsch, Bruder, Deutsch, ja, wir trinken 100 Liter Bier am Tag. Und eine Reaktion der Linken. Entwaffnung durch Bloßstellung. Den Gegner mit den eigenen Mitteln schlagen. Lieb und gar nicht schädlich, und wenn uns mal langweilig ist, dann zocken wir Identitätslos. Die rechte strategische Revolution besteht in der Dialektik der Rhetorik. Ein sprachliches Arschloch-Opferspiel. Und die linksliberale Öffentlichkeit spielt mit. Je öfter sie AfD-Politiker auslädt, je stärker sie die Rechten zum unreflektierten Feindbild erklärt, desto mehr bestärkt sie sie als unterdrückte Kämpfer für Blut und Boden und für Meinungsfreiheit. Politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Haben wir ein Problem mit Rechten? Ein Beziehungsproblem? Linke Moralkeule gegen rechte Natur und Heimatromantik. Kalkulierter Provokation folgt stets erwartbare Empörung. Ein Spiel eben. AfD-Politiker nennen das Berliner Holocaust-Mahnmal ein Denkmal der Schande. Und das Dokumentarkunstwerk des in Nigeria geborenen Künstlers Olu Okwibe entstellte Kunst. Identitäre blockieren Flüchtlingsrettungen im Mittelmeer mit einem gecharterten Boot und nennen die Aktion Defend Europe. Volksverräter gegen Nazis. Starre Sprachschablonen statt offener Debatte. Dabei wäre ein echtes Streitgespräch doch das Fundament einer wahrhaft wehrhaften Demokratie. Oder etwa nicht? Bevor das Getrolle im Netz losgeht, möchten wir einige Dinge klarstellen. Mit Meinungen haben wir kein Problem, auch mit rechten Ansichten nicht. Aber wir können sagen, dass wir sie nicht teilen. Wir möchten das begründen und auch gern die Gründe der anderen erfahren. Und genau hier liegt das Problem. Rechte und Nichtrechte können nicht miteinander streiten. Dabei wäre dieser Streit wichtig, auch wenn am Ende nicht alle einer Meinung sind. Aber diesem Streit gehen beide Seiten entweder aus dem Weg oder es wird gleich gekreischt. Auch Nichtrechte machen Fehler. Und genau darüber hat sich Daniel Pascal Zorn Gedanken gemacht und zusammen mit dem Juristen Maximilian Steinbeiß und dem Schriftsteller und Historiker Per Leo das Buch Mit rechten Reden geschrieben. Herr Zorn, schön, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Berkowitz. Sie sind Philosoph und Literaturwissenschaftler und wollen in diesem Buch keine Argumente gegen Rechte liefern, mit denen man sie dann in der Diskussion platt macht, sondern Sie wollten eher beleuchten, was passiert, wenn Rechte und Nichtrechte miteinander sprechen und was dabei schiefläuft. Was genau ist denn das Problem? Das Problem ist sicherlich, dass wenn Rechte und Nichtrechte miteinander reden, hauptsächlich so gestritten wird, dass die Lagerbildung zwischen Rechten und Nichtrechten sich einfach verstärkt. Das basiert auf einem Sprachspiel, in dem wir alle eigentlich irgendwie eingebunden sind. Die Rechten neigen dazu, die eigene Position von vornherein gegen jede Kritik zu immunisieren, indem sie zum Beispiel einfach absolut setzen. Also sie setzen, was Wirklichkeit, was Realität, was Wahrheit ist. Und umgekehrt. Indem sie es behaupten einfach. Genau, indem sie einfach sagen, das ist so. Und wenn sie jetzt kritisieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie wiederholen die Behauptung. Es ist einfach so. Und wenn Sie das anders sehen, dann liegen Sie halt einfach falsch. Oder was auch geht, ist, Sie können sich zum Opfer einer Form von Repression erklären. Ein Beispiel dafür wäre, die Rede zu sagen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das unterstellt dem Gegenüber von vornherein, dass er versucht,
die eigene Meinung zu unterdrücken. Noch mal einen kleinen Schritt zurück. Also bevor man überhaupt anfängt zu reden, da haben auch Nicht-Linke Fehler gemacht. Mit der Moral zum Beispiel. Was denn für Fehler? Nicht-Rechte, genau. Die Nicht-Rechten haben ein Problem damit, dass sie nicht verstehen, dass viele derjenigen, die sich auf der rechten Seite verorten würden oder die von uns auf dieser Seite verortet werden, dieses Sprachspiel, was wir alle kennen, aus ganz verschiedenen Kontexten systematisch spielen und es verschärft haben auf eine bestimmte Art und Weise. Sie kombinieren es nämlich mit Provokationen, die sie so lange äußern, bis irgendjemand die Nerven verliert und dann entweder mit Ausschlussforderungen, also das sei unsagbar, oder mit moralischer Zurechtweisung reagiert. Und das führt dazu... Was auch die Nazikeule genannt wird dann. Ne? Zum Beispiel die Nazikeule, oder aber auch zu sagen, das ist menschenverachtend, ohne das weiter zu begründen oder eben dem irgendein Etikett aufzukleben und zu glauben, dieses Etikett sei für sich schon ein Argument. Und das bestätigt dann eben die Erzählung, dass es einen Diskurs gibt, der überhaupt nicht mehr zulässt, dass man bestimmte Meinungen äußert. Das heißt, wir liefern den Beleg für das, was auf dieser Seite behauptet wird. Also das passiert zum Beispiel, wenn auch Rechte nicht in Talkshows eingeladen werden oder wenn Bücher von Bestsellerlisten verschwinden und da nicht mehr auftauchen sollen. Das ist ja noch, bevor man ins Gespräch gekommen ist, weil man sofort zurückweist, dass man darüber jetzt reden kann. Aber wir waren ja schon beim Reden. Also Rechte stellen Behauptungen auf oder kommen eben mit dem Vorwurf, dass man das ja noch wohl sagen oder rutschen eben in diese Opferrolle. Was kann man damit anfangen, um ins Gespräch zu kommen? Wie kann man damit umgehen? Ich glaube, es braucht auf beiden Seiten ein Bewusstsein dafür, dass Streit so nicht funktioniert. Ja, also man kann nicht miteinander streiten und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Streit nicht stattfindet. Weil wenn ich von vornherein Recht habe, brauchen wir uns nicht mehr streiten. Und wenn Sie von vornherein in der moralischen überlegenen Position sind, brauchen wir uns auch nicht mehr streiten. Das heißt, das sind eigentlich Streitvermeidungsstrategien, und zwar auf beiden Seiten. Und das bedeutet, dass beide Seiten versuchen sollten, wenn sie miteinander streiten wollen, also wirklich mal versuchen, Meinungen auszutauschen und die eben auch gerne kontrovers gegeneinander zu halten und vielleicht auch nicht auf ein Ergebnis kommen, dass man am Ende dann übereinstimmt, dass sie versuchen, von ihren jeweils dogmatischen Positionen wegzukommen. Also sich nicht von vornherein in die moralische Überlegenheit zu setzen oder festlegen zu wollen, was unsagbar ist. Denn das hat einfach niemand festzulegen. Und gleichzeitig aber auch nicht so zu tun, als könnte man für den anderen festlegen, was Wirklichkeit und Wahrheit ist. Haben Sie Ihre Erkenntnisse denn schon an Rechten und Nicht-Rechten getestet und die in der Praxis angewendet? Man könnte es umdrehen und sagen, sowohl mit Rechten reden als auch das vorherige Buch Logik für Demokraten sind eigentlich aus diesem Gespräch entstanden. Das heißt, wir haben uns nicht irgendwie an den Tisch gesetzt und haben am Reißbrett irgendwas entworfen, sondern wir haben aus unseren Erfahrungen heraus gesprochen und dieses Buch geschrieben. Und mit Rechten reden ist eben auch nicht nur ein Buch über Rechte, sondern es ist vor allem auch ein Buch für Rechte. Also wir adressieren, wir reden mit ihnen. Mit Rechten reden ist heißt nicht, man soll, niemand muss, aber es bedeutet, dass man eben da ein Problem sehen kann. Und dass es auch bedeutet, dass wir mit den Rechten in diesem Buch reden wollen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mit uns geredet haben, Herr Zorn. Gerne. Alles Gute.